Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's... Unterbrich mich nicht. Let's Play Sniper Elite V2 hier in Schnubbis Playground. Ich habe mich jetzt erstmal so ein bisschen hier in so einer Art Kirche versteckt. Ich werde jetzt mal gucken. Also ich glaube, ich muss unten durch, aber... Das ist gerade so eine schöne Sniper-Position hier. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwas finde, was ich noch von hier aus töten kann. So, wie viele Leute haben sie denn in dem Geschütz da? Sind ja schon wieder besetzt. Ah, falscher, falscher, falscher. So, kurz den Goldbarren noch mitgenommen. Ach, da ist auch schon wieder besetzt. Nein, verdammt. Genau im Donner nachgeladen. Perfekt. Das nenne ich Timing. Hä? Verdammt, verdammt, da. Oder? Wo war der denn? Doch, hat jemand auf mich geschossen, oder nicht? So, bin ich aber nicht erwartet, obwohl er mich gefunden hat. Aber so langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich es nicht schaffen werde, die Gegner alle zu besiegen, um eine Ruhe zu haben. Ich befürchte nämlich, die kommen immer und immer und immer wieder nach. Da gehe ich mal wieder runter. Komm, ist hier jemand? Sieht ziemlich leer aus. Aber der Schein kann trügen. Ist auch wieder ein bisschen makaber hier in der Kirche. Vorne an der Kanzel da die Waffen zu verstecken, bzw. die Munition zu lagern. Zone sicher, ja, aber fragt sich nur für wen. Ich könnte schwören, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich beschossen. Ich bin doch da. Wegpunkt. Mach dich weg. Bin die gegeben? Das 1 und wo ist 2? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal durch. Ach, Ziel erreicht.
wie ich sowas schon wieder liebe. Hier kann schon wieder von überall einer kommen. Im Graben, auf dem Graben, neben dem Graben, unterm Graben bestimmt auch noch welche. Nicht. Den nehme ich hier mal weg, der liegt so blöd im Licht. Gut, da liegt er auch nicht viel besser, aber... Mach dir mal Hallo, Hündigen. Geht doch. Ich glaube, der Zeiger zeigt hier geradeaus durch. Falls ich da durchkomme. Wer baut denn solche Gräben? Da kommt doch keiner durch im Kriegsfall. Ich meine, ich find's gut. Ich habe hier Deckung und kann hier von hinten durch und werd wahrscheinlich nicht entdeckt. Kann ihn beim Trinken stören. Ist auch schön. Ich. Der kann sich auch nur hinlegen oder ganz aufstehen gerade. Warum auch immer. So. Falls mir jemand folgen möchte. Nutze ich ja sonst schon immer. Ach, verdammt. Ja, würde ich gerade sagen, nutze ich ja sonst schon immer so selten die Dinger. Zumindest nicht effektiv. Und dann wäre der da fast reingerannt, während ich noch drin stehe. Nein! Ich hoffe, er ist tot. Sonst bin ich nämlich gleich. Er scheint weg zu sein. Entschuldigung. Ja, schön dieses... Also wenn ich durch den Matsch hier krieche... Aber ich gehe lieber wieder hinten durch. Denn da sah das auf jeden Fall schon näher am Ziel aus und vor allem auch ist die Chance da geringer, dass wir fein rumlaufen, finde ich. Denke ich. Sollte zumindest so sein. Und nicht so viel Matsch. Na, den habe ich ja getötet. Guck ich nochmal, ob ich da vielleicht noch irgendwelche besondere Munition finde. Zum Beispiel hier einen neuen Stahlquadrat.
Wieso steht er eigentlich immer ganz auf oder legt sich ganz hin, wenn ich noch einmal kurz antippe? Naja. Naja, naja, naja. Hier scheint alles ruhig zu sein. Gewesen zu sein. Siehst du, da muss ich nicht mal richtig den Ziermodus nutzen, da kriege ich dich auch weg. War ich da nicht gerade eben schon drin? Ah, super. Jetzt hat er mich natürlich entdeckt, welchen Scharfschützen erledigen musste. Das wäre nicht er, sondern irgendjemand hat mich entdeckt. Fragt sich nur noch, von wo die Feinde jetzt kommen. Ich werde mich nochmal nach hinten ein bisschen noch absichern. So. Und jetzt geht's weiter. Was auch immer hier brennt. Also ein brennendes Raketensilo ist immer so ein bisschen vertrauenserweckend. Also bei jetzt hat mich keiner entdeckt, keiner verfolgt scheinbar. Und trotzdem sind zwei Minen weg. Da war ich gerade der Meinung, eine Flasche gesehen zu haben. Naja. Ziel erreicht. Das Raketensilo ist gefunden. Gucken, ist er da alleine drin? Dann kann ich ihn ja auch. Ja, sieht so aus. Oh, nee, doch nicht. Aber das geht trotzdem. Wie Position verteidigen? Möchte ich mich verarschen? Position verteidigen, während die Rakete aufgetankt wird. Klar, warum nicht? Ich glaube, das Ziel ändert sich auch nicht mehr, wenn ich dann nochmal draufklicke. Wir haben nämlich dann da jetzt entdeckt. Ich war doch leise und Schalldämpfer und leise und sowieso. Jetzt hat sich das mit dem leise sein aber sowieso erledigt, denke ich. Oh, da, ganz wichtig. Tada! Fall ins Herz. Oh. Die laufen alle viel zu viel. Den sehe ich nicht mal, der da schießt. Ach, da. Konnte so Umrisse erahnen. Ah, den nehme ich noch mit.
Ob auf dem Riechkolben. Gut, den auch noch. Aber jetzt. Jetzt geht's hier richtig dick los, denn ich mache die nächste Pause. Leider mitten in der Action, aber diesmal habe ich mal auf die Zeit geachtet und die ist jetzt vorbei. Also, bis zur nächsten Folge dann. Bye bye.